Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, laut Innenminister Lebens ist Rheinland-Pfalz mit Verweis auf unsere polizeiliche Kriminalitätsstatistik so sicher wie noch nie. Getreu dem Motto, eine stramme Behauptung ist manchmal besser als ein schwacher Beweis. Nein, ernsthaft, die PKS, die gerne auch als Nachweis für die Kriminalitätsentwicklung in Rheinland-Pfalz herangezogen wird, beleuchtet nur die den Sicherheitsbehörden angezeigten oder anderweitig bekannt gewordenen Straftaten, eben das sogenannte Hellfeld. Jene Straftaten, von denen die Ermittlungsbehörden keine Kenntnis erlangen oder die nicht in der Statistik erscheinen, werden dem sogenannten Dunkelfeld zugeordnet. Die geeignete Vorgehensweise zur Erhellung des Dunkelfeldes ist die regelmäßige Durchführung sogenannter Dunkelfeldstudien, wie sie bereits in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern seit einigen Jahren durchgeführt werden. Berlin zieht dieses Jahr nach, Sachsen beschränkt sich auf Teilstudien. Rheinland-Pfalz führt bislang keine Dunkelfeldstudien durch. Niedersachsen ist seit 2013 Vorreiter auf diesem Gebiet, konnte bereits Ergebnisse aus 3 Dunkelfeldstudien präsentieren und damit die tatsächliche Kriminalitätsentwicklung im Land deutlich besser beurteilen und sind somit nicht mehr auf selbst verfasste Glaubensbekenntnisse angewiesen. Wissen ist besser als Glauben, meine Damen und Herren. So hat die Dunkelfeldstudie in Niedersachsen ergeben, dass zwar mehr als 92% aller Kfz-Diebstähle und immer noch 84% aller Wohnungseinbrüche angezeigt werden, aber nur etwa jede 4. Körperverletzung. Noch dramatischer waren die Zahlen im Bereich der Sexualdelikte. Hier entsprach das Anzeigeverhalten unter den Befragten einer Quote von nur 4%. Würde man die Zahlen aus Niedersachsen auf die Verhältnisse in Rheinland-Pfalz umlegen und hierfür die Zahlen aus der PKS bemühen, so stünden beispielsweise etwa 22.000 erfasste Körperverletzungen des Hellfeldes über 60.000 nicht erfassten Körperverletzungen des Dunkelfeldes gegenüber. Bei sexuellen Übergriffen in Beziehungen stünden knapp 200 erfassten Übergriffen gegen 4.800 nicht erfasste. Meine Damen und Herren, diese Zahlen müssen eigentlich zu denken geben und zeigen, dass das vermeintlich objektive Statistikwissen des Hellfeldes ganz offensichtlich ein trügerisches, ja sogar ein falsches Lagebild vermittelt. Wenn nur 1/4 aller Körperverletzungen und nur jedes 20. Sexualdelikt zur Anzeige gelangt, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, woran liegt das? Woran ist dieses Anzeigeverhalten begründet? Misstrauen gegenüber der Polizei und der Justiz, Angst, Scham, Unwissenheit, Ignoranz, vielfältige Möglichkeiten. Auch diese Fragen kann eine gründlich durchgeführte, umfassende und regelmäßig wiederholte Dunkelfeldstudie durchaus beantworten. Befragt, warum eine Anzeige der Straftat abgesehen wurde, gaben beispielsweise 26% der Opfer von Sexualdelikten in Schleswig-Holstein an, dass sie von vornherein nicht an die Aufklärung dieser Straftat glaubten. 28% waren der Überzeugung, keine ausreichenden Beweise für die Tat liefern zu können und fast 30% der Opfer wollten die Tat ganz einfach vergessen. Bei einfachen Körperverletzungsdelikten gaben 51% der Opfer an, auf eine Anzeige verzichtet zu haben, weil ihnen die Verletzung als nicht schwer genug erschien. Etwa 10% der Geschädigten verzichteten auf Anzeige aus Angst vor weiterer Gewalt durch die Täter. Diese Zahlen belegen einerseits ein mangelhaftes Verständnis darüber, was gesetzlich als strafrechtlich relevant betrachtet wird. Sie offenbaren aber auch Zweifel an der Fähigkeit unserer Sicherheitsbehörden und Justiz. Hier gilt es, diese Zweifel zu negieren. Meine Damen und Herren, nun sind wir uns natürlich der Tatsache bewusst, dass eine solche Studie lediglich eine Indizwirkung haben kann und dass sie sich auch nicht alle Deliktfelder aufhellen können. Schließlich können unabhängig und individuell Befragte nur dann Auskunft darüber geben, ob sie Opfer einer Straftat geworden sind, wenn sie eine Tat auch als solche wahrnehmen oder auch erkennen. Während der Messerangriff oder eine Vergewaltigung noch eindeutig als Straftat eingeordnet werden kann, wird es bei einem Betrug, einer Erpressung, vor allem im Bereich der organisierten Kriminalität oder der Clankriminalität natürlich schwieriger. Insofern geben wir zu bedenken, dass eine Erhellung des Dunkelfeldes Clankriminalität und der organisierten Kriminalität zwar prinzipiell möglich ist, mit einer Erforschung dieses Bereichs müssen sich aber
dann doch die zuständigen Experten explizit auseinandersetzen. Meine Damen und Herren, es muss jedoch unser Anspruch sein, eine objektive und umfassende Dunkelfeldstudie auf den Weg zu bringen. Selektive Aufklärung allerdings beispielsweise durch nur nach rechter oder nur nach linker Gewalt zu fragen, führt garantiert zu falschen Bewertungen. Meine Damen und Herren, dass eine breit aufgestellte Dunkelfeldstudie eine hervorragende Ergänzung für die kriminalistische Aufklärungsarbeit darstellt, steht wohl außer Frage. Sie bietet einen ganzheitlichen Ansatz zur Beleuchtung des Dunkelfelds. Sie trägt zusammen mit der PKS zu einer Verdichtung des Lagebildes Kriminalität bei und ergänzt es auch um die Perspektive der Bürger. Damit ermöglicht sie eine realistische Bewertung der tatsächlichen Kriminalität im Land und erlaubt überdies eine Anpassung des Fähigkeitsprofils unserer Sicherheitskräfte. Ich bitte Sie daher im Sinne unserer Bürger, auch im Sinne der Sicherheit, um Zustimmung für die Beauftragung einer solchen Dunkelfeldstudie. Vielen Dank. Sehr verehrte Frau Schellhammer, wenn es einer Entlarvung bedurfte, dann haben Sie gerade geliefert. Wir schüren keine Angst. Kriminalität macht. Nein, nein. Kriminalität, vor allen Dingen dann, wenn sie im Dunkeln stattfindet, macht Angst. Und es ist völlig in Ordnung, dass Bürger Angst haben, wenn wir eine Dunkelfeldstudie fordern. Dann haben Sie mir nicht zugehört, wenn ich ganz klar sage, wir wollen sie breit aufstellen. Und zwar für alle Bereiche der Kriminalität, nicht nur so, wie Sie im Innenausschuss gefordert haben, nur für die rechte Gewalt. Auch für die rechte Gewalt, die es tatsächlich ja gibt, das wird ja gar nicht bestritten, sondern auch für die linke Gewalt, aber für das gesamte Kriminalitätsspektrum, das ist einfach die Forderung nach mehr Information. Das ist das, was wir hier auch heute Morgen wieder erlebt haben, dass diese Landesregierung zu wenig weiß. Und wenn ich keine Fakten habe, kann ich auch schlecht reagieren. Ja, das ist nun mal so. Und wenn wir einfach nur fordern, wir wollen mehr Faktenlage haben, mehr Informationen haben über ein bestimmtes Gebiet, und zwar über die Kriminalität, dann ist das doch mehr als sinnvoll, auch für Sie als Innenpolitikerin mehr zu wissen über das Dunkelfeld. Also bitte, es geht hier um mehr Informationen. Sie können doch nicht nach dem Motto arbeiten, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Das Dunkelfeld sollte insgesamt breit aufgestellt werden. Und wissen Sie, jeden Antrag der AfD per se als bösartig zu, also das ist schon dreist, muss ich mal sagen. Und das macht sie auch unglaubwürdig. Das macht ihre gesamte Rede unglaubwürdig, denn das kann man doch so nicht sagen. Das ist auch nicht ableitbar, auch nicht vom Antrag her. Also Sie haben sich hier gerade fantastisch blamiert. Ihnen geht es nicht um die Politik. Ihnen geht es hier nur in der Abgrenzung zur AfD. Und lesen Sie einfach mal, ich glaube, ich könnte hier einen Antrag stellen, der heißt, lassen Sie uns doch beschließen, dass 2 und 2 4 sind. Auch das würden Sie als menschenverachtend, als rassistisch oder als irgendeiner anderen Form darstellen. Sie machen sich unglaubwürdig. Der Antrag steht, er ist wichtig und er ist richtig. Und ich bitte um Ihre Zustimmung. Herr Lammert, Sie scheinen tatsächlich diesem Ansatz der Grünen auch folgen zu wollen. Der Ansatz, eine Dunkelfeldstudie durchzuführen, heißt ja nicht, wir ersetzen die PKS. Nein, die PKS ist sinnvoll und notwendig und das sind valide Zahlen, Sie können sie interpretieren, das machen wir ja auch, das wird auch häufig gemacht. Wenn ich es insgesamt betrachte oder eine einzelne Deliktfälle betrachte, kann ich durchaus eine andere Situation herauslesen, was die Kriminalität in Rheinland-Pfalz anbelangt. Aber Sie haben doch den Antrag gelesen, haben Sie auch meine Rede gehört. Also daraus können Sie nicht ablesen oder herausgehört haben, dass ich die PKS ersetzen möchte. Es geht um eine Ergänzung, es geht um mehr Informationen, die wir doch brauchen, die andere Länder durchaus auch sinnvollerweise erfragt haben. Und natürlich sind wissenschaftliche Erhebungen auch immer wieder interpretationsfähig. Aber man kann doch nicht etwas haben gegen mehr Informationen. Das kann ich nicht nachvollziehen, Herr Lammert, beim besten Willen. Dass Sie Beifall von den Grünen bekommen, da würde ich langsam mal anfangen, drüber nachzudenken. Oder es ist Absicht.